Hallo, heute soll es um das Thema Ports gehen. Ich habe dazu mal so ein Bild ausgewählt, ganz einfach. Es gibt für jeden Rechner 65.000 Ports, also ein bisschen mehr. Und hinter jedem Port kann sich eben ein anderer Dienst verbergen. Und das kann man schon ein Stück weit mit so einem Hochhaus vergleichen, wo eben auch ganz viele Wohnungen, Büros, was weiß ich, drin sind und hinter jeder Tür eben jemand anderes ist. Und auch hier landen wir wieder bei der IANA. Da müssen wir dann hier in das Protokoll rein, suchen nach Service Name und landen hier bei der Portnummer Registration. Und da sehe ich dann eben hier, welche Portnummern es gibt. Und ein paar sind, denke ich, schon ziemlich bekannt, wie zum Beispiel hier FTP. Also Datentransfer über den Port 21, SSH, das was die Linuxer nutzen, um sich auf einen entfernten Rechner zu verbinden, ist auf Port 22. Telnet, eine ältere Variante, um sowas zu machen, Port 23 und Telnet unverschlüsselt. SMTP ist E-Mail 25 und so weiter. Also das heißt, diese Ports sind vorgegeben. Ich muss auf meinem Rechner mich natürlich nicht daran halten. Ich kann da jeden Dienst auf jedem beliebigen Port anzugehen. Aber ich kann da jeden Dienst auf jedem beliebigen Port legen. Da bin ich frei, da hindert mich keiner dran. Aber ich meine, man macht es meistens nicht, weil die ganzen Programme natürlich davon ausgehen, dass man sich an Standards hält und deswegen standardmäßig eben gleich diese Ports benutzen. Zum Beispiel mein Webbrowser geht standardmäßig auf den Port Nummer 80. Denn 80 ist HTTP. So, hier. Ja, also hinter der Tür mit der Nummer 80, da ist eben die Webseite verborgen. Mein Browser geht standardmäßig da drauf. Wenn ich jetzt meine Webseiten unter einem anderen Port anbiete, dann muss ich diese Portangabe in der URL eben auch mitgeben. Das würde dann so funktionieren, als angenommen, die hätten hier jetzt auf dem Port 8080 etwas anderes. Dann muss ich eben hinten dran Doppelpunkt Port 8080 angeben und dann würde ich auf die Webseite gelangen, die unter diesem Port angeboten wird. Ja, gibt drei Bereiche von Ports. Im Endeffekt der erste Bereich, das ist eben genau der hier. Da sollte man sich standardmäßig dran halten. Und hinten raus gibt es auch viele freie Ports, wo nichts standardisiert ist. Ja, das war eigentlich das Wesentliche zu Ports. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.